Tagen meinte ein deutscher Spitzenpolitiker, wir würden die Zusammenhänge nicht verstehen. Er meinte, wir sollen uns zurückhalten und die Klimakrise den Experten überlassen. Was für eine Frechheit, dass einer, der jahrzehntelang zuschaut, wie das Problem immer schlimmer wird, uns sagt, wir sollen uns nicht einmischen. Was für eine Frechheit. Er sagt, wir würden die Zusammenhänge nicht verstehen. Aber die Zusammenhänge sind ganz einfach. Die Klimakrise ist ganz einfach. Vor 125 Jahren, im Jahr 1895, hat der schwedische Klimaforscher Athenus verstanden, was der Treibhauseffekt ist. Seit 125 Jahren kennen wir das Problem. Es sind also keine schwierigen Zusammenhänge, sondern ganz einfache. Die verstehen Sie alle. Und wen das nicht überzeugt, den überzeugen vielleicht unsere neuesten Unterstützer. Diese Woche haben sich 12.000 Forscher zusammengetan. Sie nennen sich Scientists for Future und sie unterstützen uns. Und einer ihrer Gründer hat gesagt, wir sind die Experten und wir sagen, die Kinder und Jugendliche haben recht. Wir werden uns also nicht zurückhalten, sondern wir werden lauter werden. Seit mindestens 25 Jahren, seit die großen Klimakonferenzen angefangen haben, sind die Zusammenhänge klar und jeder weiß, die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Aber statt, dass unsere Regierungen das Problem seitdem gelöst hätten, hat sich unser weltweiter CO2-Ausstoß verdoppelt. Verdoppelt! Das ist eine Katastrophe und der einzige Lichtblick in dieser ganzen Zeit war das Klimaabkommen von 2015. Denn alle Regierungen der Welt haben sich geeinigt in Paris, dass die Klimakrise ein Problem ist und dass wir den CO2-Ausstieg, den Temperaturausstieg auf maximal 1,5 Grad begrenzen werden. Alle Regierungen der Welt haben Versprechen abgegeben, was sie tun werden. Das Problem ist aber, nur 16 dieser Regierungen setzen ihre Versprechen auch um. Nur 16 der 193 Länder. Und auch die deutsche Bundesregierung ist nicht dabei. Die deutsche Bundesregierung hat ihre 2020 Klimaziele aufgegeben. Wie wollen wir dann von irgendeinem anderen Land, wie wollen wir von Kenia erwarten, dass sie ihre Klimaziele umsetzt, wenn ein so reiches Land wie Deutschland seine Ziele nicht umsetzt? Das ist ein Skandal. Wir müssen also weitermachen. Die Lösungen sind klar, die Probleme sind klar. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen sie umsetzen und wir müssen natürlich auch Bäume pflanzen. Mit jeder Woche werden wir mehr Kinder und Jugendliche in mehr Städten, in mehr Ländern. Und wir werden immer wieder gefragt, wann hören wir auf? Wir hören nicht auf, wir sind ganz am Anfang. Wir werden erst aufhören, wenn nicht nur 16, sondern alle 193 Länder ihre Versprechen einhalten. Stop calling, start planting. Danke.